Wenn SPD-Generalsekretär und ehemaliger Jungsozialistenchef Kevin Kühnert davon spricht, dass er mit einer Einkommenssteuerreform 95% der Bürger entlasten will, spätestens dann sollte man seine Koffer packen und das Weite suchen. Denn dann bedeutet das mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit eine weitere Mehrbelastung eben jener 95%. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und wir haben jetzt hier die neuesten Nachrichten für euch natürlich wieder zusammengefasst. Kevin Kühnert fordert Reform der Einkommenssteuer. Er geht zwar nicht im Detail hier auf irgendeine Art und Weise ein, wie er das denn genau meint, aber gerade in Bezug auf die Reichen der Reichsten und Superreichen, sagt er hier, wenn man selbst ja bei denen, wo es keinerlei Steuererhöhungen geben wird und so weiter, wenn man denen das verspricht, ne, dann wird die Rechnung letztlich alle anderen präsentiert. Also Pendlern an der Zapfsäule, Verbrauchern im Supermarkt, Arbeitnehmern bei den Sozialabgaben, sagte Kühnert der Düsseldorfer Rheinischen Post. Und das finde ich schon jetzt interessant. Also jetzt sind auf einmal die Reichsten und Superreichen in Deutschland dafür verantwortlich, dass die aktuelle Bundesregierung keinen vernünftigen, verfassungskonformen Haushalt auf die Kette bekommt. Und die Reichsten der Superreichen sind also jetzt auch dafür verantwortlich, dass die Bundesregierung zig Milliarden im hohen zweistelligen Bereich in Ideologieprojekte überall auf der Welt investiert, und die Reichsten der Superreichen sind jetzt wahrscheinlich auch noch dafür zuständig, dass die Kernkraftwerke abgeschaltet wurden, dass Deutschland den dreckigsten Energiemix seit den letzten 10, 15 Jahren oder so weiter hat und die Energiepreise sowie die Inflation massiv angezogen sind. Dafür sind natürlich jetzt die Reichen wieder schuld und deshalb sollen natürlich die jetzt wieder zahlen. Am Ende wird so eine Reform der Einkommensteuer natürlich wie immer dazu führen, dass vor allem die Mittelschicht stärker belastet wird. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Und hier habt ihr jetzt mal, da muss man sich ja erstmal die Frage stellen, wenn jetzt jemand die Einkommensteuer reformieren will, wie zum Beispiel ein Kevin Kühnert, dann fragt man sich, woher nimmt er sich eigentlich so das ganze Wissen, diese Einkommensteuer zu reformieren? Weil hat er eigentlich schon mal auf dem freien Markt tatsächlich ein Einkommen erzielt oder hat er beispielsweise mal als Arbeitgeber in einem wettbewerbsintensiven Umfeld ein Unternehmen geführt und so weiter? Ist er da wirklich der Experte, der die Einkommensteuer reformieren sollte? Nun ja, schauen wir uns doch einfach seine letzten Talkshow-Auftritte mal hier ganz kurz an bei Hart aber Fair, wo es hier jetzt um genau unter anderem dieses Thema der Abgaben und so geht. Hier sprechen sie gerade über, ja, unter anderem das Bürgergeld. Und Kevin Kühnert hat hier ein paar richtig sonderbare und interessante Forderungen parat, wenn es darum geht, Bürgergeld und Arbeit und so weiter in Einklang zu bringen. Und das möchte ich euch hier natürlich nicht vorenthalten. Ab dem 01.01.2024 würde diese Familie bei einer Wohnungsgröße von 80 Quadratmetern ungefähr 10 Quadratmeter, die 10 Euro Quadratmeter, 800 Euro, also zwei Erwachsene, zwei Kinder, eine Mietwohnung mit einer Miete von 800 Euro würde rausbekommen 2.600 Euro. Plus obendrauf die Energiekosten und Kita-Gebühren, Gebühren für offenen Ganztag etc. Das heißt, man kommt netto fast auf 3.000 Euro, ohne dass ein Elternteil netto, können morgens, jetzt nicht die Miete als netto morgens, rechnen. Morgens, ja, jemand, der arbeiten geht, muss die Miete aus eigener Tasche zahlen. Ja, selbstverständlich. Entschuldigung. Dann setzen Sie also, doch für höhere Löhne ein. Das jetzt überhaupt in Frage stellen. Entschuldigung, die arbeiten... So, habt ihr das gehört? Er sagt einfach so, aha, Sie können doch die Miete, die man zum Beispiel als Bürgergeld Bezieher erstattet bekommt, teilweise sogar in Städten natürlich auch wie Köln und München und so. Da gab es ja jetzt neulich eine Rechnung auch von dem ehemaligen Bürgermeister von Tübingen, von dem Herrn Palmer, ne, der auch ganz erstaunt war, wie viel Bürgergeld er bekommen würde. Und sagt, das kannst du doch nicht einfach netto damit draufrechnen. Na, warum denn nicht, Herr Kühnert? Oder ist es denn so, dass
dass man zum Beispiel, wenn man die Miete erstattet bekommt, geldwerter Vorteil oder wie auch immer du das jetzt nennen willst, dass man die nochmal versteuern muss danach. Also das habe ich jetzt bisher noch nie irgendwie gehört. Oder natürlich kannst du das mit dazu rechnen, Herr Kühnert. Aber das, was erwartet man halt von jemand, der netto eben auf dem tatsächlichen Markt eben noch nie etwas verdient hat? Und dann sagt er natürlich hier gleich wieder als Antwort, ja, dann müssen Sie doch die Löhne erhöhen. Also das ist so das Lustigste überhaupt als Argument. Wenn jetzt ein Staat und eine Regierung den Sozial- und Wohlfahrtsstaat massiv aufbläht, in einem völlig überzogenen Maße, wo dann auf einmal fast 3 Millionen Menschen, die gar keine Bürger sind, trotzdem dieses Bürgergeld bekommen und alle eigentlich gar nicht wissen, hey, wenn man sparen muss, warum hauen wir da so viele Milliarden rein, wenn das gleichzeitig diese Leute noch nicht mal anreizt, dazu auch arbeiten zu gehen? Und dann sagt er, naja, wenn wir jetzt mit unseren staatlichen Maßgaben, die das ja alles nicht erarbeiten müssen, sondern nur als Verwalter eigentlich das Geld hin und her schieben, wenn wir das jetzt vollkommen übertrieben haben, naja, dann können doch die Arbeitgeber einfach die Löhne erhöhen, ja? Setzen sich doch einfach für höhere Löhne ein. Das sind so diese Sprüche, die man von solchen Leuten dann immer hört, so. Ja, die Arbeitgeber können doch einfach die Löhne erhöhen, ja? Oder genau wie Habeck neulich gesagt hat, naja, oder die Arbeitgeber können doch einfach ihre Gewinne reduzieren, ja? Das ist so diese Art von Denke, die hier krasiert. Und diese Leute sind es dann, die die Einkommensteuer reformieren wollen. Ist klar, Leute, ne? Was Herr Kühnert hier nämlich einfach nicht zu begreifen scheint, oder ich glaube sogar, er begreift es eigentlich unterbewusst ganz gut, ist, dass natürlich an eigentlicher Stelle der Staat hier schon lange einfach seine gierigen Finger ein bisschen wieder rausziehen muss aus der Gleichung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Schaut euch nämlich jetzt einfach mal hier an, ne, was im Endeffekt vom Brutto übrig bleibt. Das ist nämlich der Steuerkeil, der Total Tax Wedge, der hier zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer entsteht. Und da ist Deutschland auf Platz 2 unter allen OECD-Ländern. Und ich habe das Ganze hier, weil es mich auch mal für Spanien und so interessiert hat, aufgerufen. Und das ist jetzt hier die offiziellen Zahlen OECD Taxing Wages von 2023. Und da seht ihr es hier, ne? Was wird jetzt hier gemacht? Also, es wird geguckt, bei allen Abgaben, ne? Es gibt einmal die Einkommensteuer. Dann gibt es aber natürlich noch die ganzen Sozialversicherungen und so weiter und andere Rentenbeiträge für gesetzliche Kasse und so weiter, die einerseits ja von dem Employee, das ist also der Arbeitnehmer, und von dem Employer, also von dem Arbeitgeber gezahlt werden. Dann noch etwaige Family Benefits, also so alle möglichen Familienvorzüge und so weiter. Und das wird dann geteilt durch die gesamten Arbeitskosten. So, und jetzt ist das Interessante, schaut mal hier, diesen Total Tax Wedge, der ist in Deutschland, ne, DEU, mit Abstand außer Belgien auf Platz 1, auf der ganzen Welt, in allen OECD-Ländern. Spanien beispielsweise kommt hier mit irgendwie, ich glaube, 39% auf 10 ganze Prozentpunkte weniger als Deutschland. Und man sieht jetzt auch immer hier, ne, insgesamt, also der Arbeitgeberanteil, der Arbeitnehmeranteil, der ist so ziemlich 50-50 in Deutschland. Und dann nochmal die Einkommensteuer. Und in allen anderen Ländern ist es halt so gemischt, außer in Belgien, wo es noch mehr ist, dass am Ende des Tages vom Netto, vom Brutto, der Arbeitnehmer noch mehr Netto übrig hat. So, warum würde sich ein Kevin Kühnert niemals dafür einsetzen, dass mehr Netto vom Brutto übrig bleibt? Das ist eine ganz einfache und simple Frage. Das kann er selber auch ganz einfach beantworten. Warum? Naja, weil es dann bedeuten würde, dass der Staat irgendwo weniger Geld zum Umverteilen hätte an dieser Stelle. Warum wird sich jemand wie Kevin Kühnert immer für höhere, fairere Löhne einsetzen, ja? Einkommensteuer reformieren, die Bürger müssen mehr Löhne, höhere Löhne. Naja, überlegt doch mal, was passiert mit höheren Löhnen in einem Land, wo hier die Einkommensteuer so hoch ist wie in Deutschland? Naja, klar, es wandert bei höheren Löhnen wieder mehr Geld in die Taschen des Staates für seine Ideologieprojekte. Und deswegen ist das auch immer die Stellschraube,
an der der Staat schrauben will. Das ist eine völlig menschliche, psychologische Eigenschaft. Der Staat, der sagt, wir schaffen Bürokratie ab. Und was macht er? Er schafft eine neue Behörde, die Bürokratie reduzieren soll. Ja, also der Staat wird immer sich neue Probleme und neue Ausgaben schaffen. Er kann gar nicht an dem eigenen Ast auf einmal anfangen zu sägen und zu sagen, wir werden uns hier wieder gesund schrumpfen und so weiter. Ja, das ist das größte Problem, welches wir aktuell haben, nämlich diese krassen Interessenkonflikte, die hier bestehen. Ich meine, man könnte auch sagen, die SPD hat ja sowieso den allgemeinen inhärenten Konflikt, dass wenn jetzt zum Beispiel alle Menschen durch einen Zauberstab, ja, kommt eine gute Fee und würde sagen, auf einmal, ja, haben alle Menschen genug Geld zum Leben, sind selbstbestimmte, unabhängige Bürger, brauchen den Staat nicht mehr für ihr sozusagen Wohlbefinden und so weiter. Wer braucht dann noch die SPD? Schon mal diese Frage gestellt? Also ich habe mir diese Frage schon sehr häufig gestellt. Ja? Welche Parteien sind es eigentlich, die tatsächlich die Selbstbestimmung fördern, die Eigenverantwortung fördern und welche versuchen eigentlich die Bürger immer mehr und mehr abhängig zu machen von sich in Form von Bürgergeld, Bürgergelderhöhung, in Form von ständigen Forderungen, mehr Löhnen und so weiter zu zahlen. Es ist immer auch diese Spaltung, die vom Staat ausgeht, indem man verschiedene Bevölkerungsgruppen untereinander versucht auszuspielen und den Leuten, die halt weniger Einkommen beziehen, zu sagen, hey, pass mal auf, wir können euch mehr schenken, ihr müsst uns nur wählen und dann nehmen wir von den Reichen mehr weg und ihr habt im Endeffekt mehr übrig. Ja? Das ist das Spiel, was es unbedingt zu erkennen gilt und das ist das Spiel, was Kevin Kühnert halt par excellence betreibt, aber natürlich jeder Mensch, der kritisch ist, sofort durchschauen kann.